Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast reden wir über smarte Geschäftsideen und du lernst, wie man diese erfolgreich macht. Heute habe ich Florian Heinemann im Podcast, Gründer von Project A, einem der besten Venture Capital Funds in Deutschland mit Invests in Trade Republic, Spryker, Sender, Micropsy und so weiter. Flo Heinemann hört jedes Jahr Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Startup-Pitches und Ideen. Deshalb denke ich mir, was kann es Spannenderes geben, als ihn selbst mal nach seinen Geschäftsideen zu fragen? Also all die Ideen, die ihm im Kopf rumspuken und die endlich mal einer machen sollte. Also für dich heißt das Folge hören, Pitch Deck basteln und dann zu Project A schicken, denn Flo Heinemann wird möglicherweise Ja sagen. Mehr Geschäftsideen von smarten Leuten kriegst du auf digitaleoptimisten.de. Da gibt es auch einen Newsletter, der dir noch mehr exklusive Geschäftsideen von Leuten wie Florian Heinemann oder anderen erfolgreichen Gründern gibt. Genug von mir, los geht's. Flo Heinemann, willkommen bei Digital Optimisten. Moin Moin. Schön, dass du da bist. Flo, du bist ein gefragter Mann. Du bist nicht nur Founding Partner von Project A, einem der erfolgreichsten frühphasigen Venture Capital Funds in Deutschland. Du bist auch regelmäßiger Gast in vielen tollen Podcasts, wie zum Beispiel Kassenzone, ja, OMR. Bei Alex Graf bist du häufiger. Und deshalb ist es meine nicht ganz einfache Aufgabe, mit dir über Themen zu reden, die vielleicht noch nicht abgegrast sind, ja, und über die du für hoffentlich noch nie oder zumindest selten gesprochen hast. Und das Thema, was wir in diesem Podcast ein bisschen ins Schaufenster stellen, ist das Thema Geschäftsideen von erfolgreichen Leuten. Denn mich persönlich interessiert sehr, sehr viel, ja, was eigentlich schlaue Leute so für Ideen haben, die sie aber vielleicht keine Zeit haben zu machen und die unsere Hörer klauen können. Dazu kommen wir gleich, aber lass uns mal einen anderen Einstieg wählen, nämlich deinen eigenen beruflichen Start. Ja, du hast im Jahr 1999 deine erste Firma gegründet. Ape Books hieß sie, glaube ich. Ja, Just Books, und dann sind wir von einer Firma, die ist Ape Books, übernommen worden. Aber genau. Okay. Das war 1999 und ich habe mich versucht, in die Zeit von 1999 reinzuversetzen. Damals gab es noch kein Facebook. Ja, es gab zwar schon Google und PayPal, aber die kannte so richtig noch keiner. Was waren damals eigentlich deine Vorbilder, als du die Firma gegründet hast? Es kann nicht Elon Musk oder Mark Zuckerberg gewesen sein. Nee, aber es war eigentlich ganz spannend. Also bei uns war ja, ich habe ja in der WHU studiert und bin 99 fertig geworden. Und 98 wurde damals hier Olli Samwer fertig und dann wurde Alando gegründet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war eBay-Klon, oder? Das war eBay-Klon in Deutschland, Anfang 99 gegründet und dann wurde das Mitte 99 verkauft. Oder Anfang 98 und dann Mitte 98. Also auf jeden Fall, das war sozusagen, man kriegt also diesen Erfolg sehr hautnah mit, weil eben die Hälfte der Gründer von Alando, und das war, glaube ich, damals für 43 Millionen Euro oder 80 Millionen Mark oder irgendwie sowas, also auf unvorstellbare Summe. Und es waren im Prinzip Leute, die ein Jahr vorher noch mit einem da quasi im Computerraum gesessen hatten. Also da hatten die allerwenigsten Leute quasi Internet zu Hause. Also ich hatte als einer der ersten da einen Laptop oder konntest du dich von außen einwählen mit Modem und so. Aber die Leute kanntest du, weil die halt mit dir im Computerraum saßen und das war damals ja ein sehr kleines, überschaubares Umfeld. Und das war dann so, dass nach diesem Erfolg letztendlich, und einige andere hatten sich auch selbstständig gemacht, das war ja so die erste Gründerwelle in Deutschland, das war auch so, der neue Markt entwickelte sich so langsam. Das war, dass sich aus meinem Jahrgang fast ein Drittel der Leute selbstständig gemacht hat. Im Internet mit ja. Themen. Ja. So, also von 70 Leuten aus meinem Jahrgang haben sich 22 oder irgendwie sowas selbstständig gemacht. Und das war also schon, weiß gar nicht, ob das jetzt heute viel mehr sind an der WHU, also dass sich da ein Drittel der Leute selbstständig machte. Das gab es da eben schon mal. Und ich hatte mich damals angeschlossen. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben, am Lehrstuhl Professor Weber, wo auch Malte Brettl, der heute ja ein sehr renommierter Entrepreneurship-Prof und Prorektor der Uni Aachen ist, der war da Habilitant. Und bei dem habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und der war Teil eben von diesem Just Books Initialteam und der sah irgendwie, dass ich ein ganz pfiffiger Typ bin wohl und fand mich irgendwie nett oder keine Ahnung. Auf jeden Fall fragte er mich dann, ob ich da mitmachen will. Und die ursprüngliche Idee von Just Books war eigentlich eine Austauschbörse für gebrauchte Studienbücher. Das war eigentlich so die Idee, weil die waren ja sehr teuer und so. Und so ein richtiges Vorbild
Ja, es gab Half.com, gab's. Ich weiß nicht, ob ich da noch erinnern kannst. Das war von Josh Koppelman, der heute auch ein sehr bekannter Venture Capitalist ist. Das, was dann auch an eBay verkauft wurde. Der hatte Half.com gegründet. Das waren Studienbücher zum halben Preis, aber auch alle möglichen anderen Sachen zum halben Preis. Und so, das war so ein bisschen Inspiration, aber dann auch aus Need, dass wir das selbst so, und so kam das. Aber das war, wie gesagt, nicht meine Idee, sondern es war primär die Idee von dem Christian Langer, der damals da der Gründer war, und der Hannes Blum, und eben Malte Brettl, und der Boris Wertz, der heute auch ein bekannter Venture Capitalist in Kanada ist. Das war so das initiale Team, und dann haben die mich halt noch mit dazugenommen. Also wir waren ein 5-Personen-Team. Da waren die Teams dann noch ein bisschen größer. Also heute hatten wir eher so 2 bis 3. Damals hatten so viele Teams, die hatten so 5, 6 Leute. Aber ich wollte eigentlich im Controlling promovieren. Ich hatte auch einen Vertrag schon am Lehrstuhl für eine Assistenzstelle bei eben diesem Doktorvater von dem Malte Brettl. Also ich war jetzt nicht so, dass ich immer schon Unternehmer werden wollte oder so. Es war eine rein opportunistische, die haben mich gefragt, ich war 23. Ich dachte so, ja, probiere ich das jetzt mal. Und dann habe ich den Professor Weber gefragt, ob es okay für ihn wäre, wenn ich das jetzt mal ein Jahr lang mache. Und dann gucke ich mal. Ja. Ach, der wartet noch auf dich, dass du irgendwas zurückkommst? Nein, nein. Und dann hatte ich gefragt, ob ich das mal jetzt ein Jahr lang machen kann. Das waren ja auch alles Assistenten von seinem Lehrstuhl. Und dann meinte er, ja, dann machen Sie das, Herr Heinemann. Und dann gucken wir halt mal. Und das Lustige war, ich habe ja dann später noch promoviert, so 2004 bis 2006 oder 2002 bis 2006. Und da war er dann mein Co-Korrektor dann später noch. Also er hat dann doch mal mich dann noch betreut. Ich war ja dann noch Assistent bei Malte dann eben, aber am Lehrstuhl. Aber wie gesagt, es war reiner Zufall, und okay, wie ich da reingerutscht bin. Ja. Also ein bisschen wie die PayPal-Mafia. Da seid ihr so ein bisschen die JustBooks oder die WHU-Mafia. Ja. Warst du eigentlich gerne Gründer, Florian? Ja, schon. Also ich hatte da ja Anfang nur eine sehr diffuse Vorstellung, muss man sagen. Ich hatte natürlich Praktika gemacht, aber es war ja mein erster Job. Ja, so, also. Und aber ich fand das cool. Also es war natürlich gigantisch. Ne? Ich war Geschäftsführer, ich war verantwortlich für Dinge. Ich konnte rein inhaltlich arbeiten. Ich habe damals schon angefangen mit diesem Online-Marketing-Thema. Ne? Also das war ja so mein Ding dann. Und das war auch Zufall, dass ich da, wir haben ja irgendwie überlegt, wer macht jetzt was von den 5 Leuten. Und ich habe irgendwie den Online-Marketing-Bereich abbekommen, aus Gründen, die ich dir jetzt heute gar nicht mehr sagen kann. Und dann fand ich das auch inhaltlich total spannend. Und deswegen, nee, ich hatte eine super Zeit. Ne? Und dann ging das ja auch so los, dass wir dann da auf einmal auch viel wert waren. Und ich war dann auf dem Papier, war ich dann D-Mark-Millionär und so. Dachte, das ist ja alles irre. Das war natürlich dann alles später, stellte sich das alles als schwieriger raus. Aber es war natürlich für jemand, der 23 ist, und dann das erste Mal beim Notar, und dann werden irgendwie 3 Millionen Mark Venture Capital bekamen wir damals dann überwiesen auf die Sparkasse Düsseldorf da, das Konto. Das war natürlich irre, ne? Also konnte man sich gar nicht vorstellen. Und dann saßst du da am neuen Markt, diese ganzen Dinger, die dann an die Börse gingen, und Kabel New Media, und Peter Kabel war Milliardär, und du dachtest so, Wahnsinn. So, und du warst da so gefühlt mittendrin. Also insofern, es war schon eine irre Zeit, muss man ganz klar sagen. Ja. Das glaube ich, ja. Wenn man zurückblickt, dann heute weiß man, es ist der Start von was ziemlich Großem gewesen, das Internet, ja, und Businesses im Internet. Damals kommt man das nicht an. Nee. Jetzt hast du natürlich eine andere Rolle, ja. Du bist sehr erfolgreicher Investor. Und ich würde mir mal gern mit dir zusammen die Entwicklungen in diesem Jahr angucken. 2022, ja. Außergewöhnliches Jahr. Ich glaube, das wird wohl wahrscheinlich jeder sagen. Vielleicht, wenn man auch zurückblickt, vielleicht fragen sich auch die ein oder anderen Venture Capitalisten oder auch Gründer oder in diesem Startup-Ökosystem, warum die oder wie die Seifenblasen so groß geworden sind oder warum man in gewisse Seifenblasen auch investiert hat. Ich habe mir mal zur Vorbereitung mal ein Beispiel rausgenommen, nämlich die Scooter-Companies. Die waren ja vor ein paar Jahren Tier, Bird, Bolt, wie sie alle heißen, ja. Die waren ja mal das, was jetzt Quick Commerce noch so ein bisschen vielleicht ist, waren ja vor ein paar Jahren da unglaubliches Investment bekommen, ein Riesenhype, riesige Bewertungen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, und das ist gleich meine Frage, ob das vielleicht auch ein bisschen symbolisch sein kann für die Entwicklung gerade. Also ich habe mal ausgeguckt, Bird, einer der Vorreiter in den USA, da ist laut Crunchbase knapp 900 Millionen kumuliertes Investorgeld reingeflossen. Die waren in der Series D, also relativ spät in der Runde, mit 2,9 Milliarden Dollar bewertet, also relativ viel. Dann sind sie an die Börse gegangen mit einem SPAC, ja, und sind heute 135 Millionen Dollar wert. Ja. Also wahnsinniger Wertverlust. Meine Frage aber ist eine andere. Wie viel Psychologie ist Venture Capital? Wahnsinnig viel.
Ja, aber ehrlicherweise siehst du auch an solchen Entwicklungen, ne, oder auch generell an den Public Markets. Ich glaube, generell Investments auch an den Public Markets ist wahnsinnig viel Psychologie. Und ich glaube, der Anteil der Personen, die eine unabhängige Meinung sich bildet und in der Lage ist, diese unabhängige Meinung beziehungsweise die daraus folgende Handlung oder Handlungen, die durchzuhalten, der Anteil der Personen, sowohl im Private als auch im Public Markt, ist erstaunlich niedrig. Ja, so, also im Private Markt könnte man das natürlich noch so ein Stück weit verstehen, ne, weil man natürlich sagt, da ist natürlich die Informationsgrundlage eine ganz andere, ne, gerade im frühphasigen Bereich. Das lädt die Freiheitsgrade der Interpretation, die man da ja hat, aufgrund mangelnder Substanz, mangelnder Fakten. Da ist natürlich sozusagen Psychologie und Storytelling oder Storytelling und darauf folgende Psychologie. Und Stimmung ist dann natürlich Tür und Tor geöffnet, aber auch im Public Markt. Sehen wir ja leider, ne, muss man auch ganz klar sagen, dass sehr, sehr viele Investoren Preiseinschätzung, was ist fair, was ist nicht fair, sehr stark auf Sentiment bilden. Ne? Mhm. Da hast du natürlich dann so Leute wie Warren Buffett, ist auch mittlerweile meine Interpretation, warum so Leute wie Warren Buffett so erfolgreich sind, ne? Weil sie da halt in Omaha sitzen, sich ihre Meinung zu gewissen Dingen bilden, ob das jetzt was wert ist oder weniger wert oder mehr wert und das dann einfach auch durchhalten, ne? Und sich eben nicht, ja, und ich glaube, so sich die Freiheit zu nehmen, eine eigene Meinung sich zu bilden und dazu zu stehen und sich nicht verrückt machen zu lassen. Das ist, glaube ich, ja, eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft, um erfolgreicher Investor zu sein. Das ist aber, wenn man realistisch ist, nur sehr wenigen Menschen gegeben. Ja, und das verstehe ich ja auch, ne, weil du natürlich sozusagen, du siehst diese Investments, in, wie du ja gesagt hast, Scooter oder Delivery, und dann siehst du, die Bewertungen gehen nach oben und dann gehen natürlich auch die IRRs deiner Fonds gehen nach oben und dann zu sagen, nee, das mache ich nicht mit. Also ich glaube da nicht dran fundamental oder so. Das ist wahnsinnig schwer als Investor. Und häufig ist da ja auch was dran. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Unfaire. Ne? Du hast ja auch schon, so im Nachhinein lässt sich das natürlich immer leicht sagen, ja, ist ja klar, das ist ja gar keine Digitalfirma und dass die Unit Economics hier nicht funktionieren wird. So, aber wenn du dir dann durchliest, was sozusagen so zu Beginn über so Firmen wie Google dann zum Teil gesagt wird und so, ne, also insofern, es ist nicht, was ich damit nur sagen will, ich will jetzt nicht guter Companies mit Google vergleichen. Ja, so, aber vom Grundsatz her, es ist halt schwieriger, als man denkt, ja, Substanz oder den Weg zur Substanz zu erkennen oder eben nicht zu erkennen. Zumal sich ja auch viele dieser Firmen da noch weiterentwickeln und so weiter. Also es ist gerade im Private Markt, im Public Markt gibt es wenig Entschuldigung, weil da ist die Informationslage eigentlich immer so, dass man sagt, da kann man sich eine Meinung bilden und zu der kann man eben stehen und die kann man durchhalten. So im Private Markt, zur Entschuldigung von mir selbst und meiner Kollegen, muss man glaube ich schon sagen, ist es auch teilweise nicht so einfach, was da wirklich jetzt Substanz hat. Und Dinge stellen sich dann auch teilweise erst im Nachhinein heraus. Ne? So. Und das ist im Nachhinein natürlich immer alles relativ leicht und dann kann man es auch gut interpretieren. Aber wenn man mittendrin ist, ist es dann eben doch nicht so einfach. Trotzdem würde ich sagen, es täte vielen von uns gut, ne? Sich immer zu überlegen, so eine einfache Frage, ist das eigentlich wirklich eine Digital-Company? Ne? Also ist das eigentlich wirklich eine technologiegetriebene Firma, wo Technologie einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung darstellt, weil nur dann hast du die Chance auf Netzwerkeffekte und auf diese, ne, sozusagen diese Themen, die dann wirklich skalieren. Diesen Hockeystick, Und den man ja eigentlich braucht. Also ich glaube, nüchterner auf solche Themen drauf zu gucken, macht wahrscheinlich schon sehr viel Sinn. Ja, so und den Vorwurf müssen wir uns, glaube ich, schon gefallen lassen. Aber unabhängig davon, es ist nicht immer ganz so einfach. Du beschreibst, ich finde das Thema sehr spannend, du beschreibst Herdentrieb, Fear of Missing Out, FOMO, ja, dieses Gefühl, Mensch, der Headline, Christian Leibold ist auch oft bei uns im Podcast, hat gezuckt, ja, oder schreibt mir eine SMS, da bin ich jetzt besser auch dabei, ja. Da war auch ein paar. Absolut. Ja. Klar, und dann geht's so rum und dann so stelle ich es mir vor. Was machst du, um diesem Herdentrieb zu trotzen? Also wann merkst du aktiv, halt,
Halt, Florian, jetzt wirst du gierig. Stellst du dir so Fragen oder was machst du dann? Oder ist es einfach nur das Gespräch mit deinen Partnern und deiner Partnerschaft bei Project A? Ja, es ist letztendlich, sind es immer Gespräche, ne? Nicht nur zwangsläufig hier intern, sondern auch natürlich mit anderen. Um einfach eine Meinung, ne? Was wir zum Beispiel nicht mitgemacht haben, ist dieses ganze Thema sozusagen Amazon, FBA, Aggregators. Ne? Das haben wir bewusst nicht mitgemacht, weil wir gesagt haben, nicht weil das ein schlechtes Geschäft ist, überhaupt nicht, sondern weil wir halt gesagt haben, wir glauben halt, dass du sehr hohe operative Kompetenzbereich bereits in diesem Bereich brauchst, ne, wie das eine Berlin Brands Group hat, dann kannst du das eben darstellen. Und wir haben es eher im Bereich Private Equity für uns einsortiert. Also wir haben gesagt, diese Roll-Up-Cases sind eigentlich eher Private Equity-Modelle als VC-Modelle. Und das heißt nicht, dass es schlecht oder gut ist, ne, aber wir haben dann eben für uns dieses Modell einsortiert in ein anderes Bucket, wo wir halt nicht investieren. Ja, so. Und so machen wir das häufig mit Themen, dass wir einfach für uns halt festlegen, was finden wir für uns nicht spannend oder nicht interessant, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es aus unserer Sicht eben nicht passt. Ne? Und genauso kannst du natürlich auch Positivlisten machen, wo du sagst, an welche Themen glauben wir oder an welche Bereiche glauben wir, weil wir eben gewisse Hypothesen dazu haben, wie sich dieser Bereich entwickelt. Und das ist ja so dieses hypothesengetriebene Investieren. Zum Beispiel sowas wie Delivery, Food Delivery, Quick Commerce haben wir für uns eigentlich ausgeschlossen, dass wir das machen. Nicht, weil wir glauben, dass das ein schlechtes Geschäft ist. Oder wir machen zum Beispiel auch sowas jetzt wie Lilium oder so, machen wir nicht. Ne? Warum nicht? Weil wir halt sagen, unser Anspruch ist eigentlich, dass wir als frühphasiger Investor Themen alleine oder mit einem Partner so weit finanzieren können, dass jemand, der weniger sozusagen ideengetrieben auf Dinge schaut, sondern eher Fakten- oder Datengetrieben, dass der dann eine Investmententscheidung treffen kann, wenn wir investiert haben. Und wir müssen eigentlich mit einem Partner oder sowas in der Lage sein, Themen so weit zu finanzieren, um Themen in ein Stadium zu bringen, dass ein rationaler Investor sozusagen faktenbasiert entscheiden kann. Und wenn du halt sowas siehst wie jetzt Lilium, dann weißt du halt, da ist so viel grundlegende Entwicklung erforderlich, da musst du halt mehrere hundert Millionen Euro investieren. Wir können halt jetzt in unserem letzten Fonds maximal 10% des Fonds, das heißt also um die 30 Millionen oder sowas, können wir investieren in ein Thema. Und das machen wir in der Regel über mehrere Phasen. So, und dann schließt das einfach gewisse Themen aus. Ne? So, und das ist jetzt nur mal so beispielhaft. Aber das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, wie damit kann man natürlich sagen, ja, aber dann gehen euch ja die ganz großen Ideen gehen euch verloren. Ne? Das kann sein. Ja. Und ich sage auch nicht, dass diese Prinzipien richtig sind. Das soll jetzt nur illustrieren, quasi, wie wir versuchen, da ranzugehen, weil wir halt sagen, okay, Themen, die halt, wo wir nicht in der Lage sind, mit unserem Geld oder mit dem Geld von einem anderen Partner die Themen relativ weit zu treiben, das machen wir halt nicht. So, wie gesagt, das mag richtig falsch sein, aber es hilft einem halt dabei, weniger einem Herdentrieb zu unterliegen. Ja, weniger dieses FOMO. Wir kriegen natürlich böse Post aus Bonn von Frank Thelen, der wahrscheinlich ganz anderer Meinung ist, ja. Der sagt, dass der ist ja, glaube ich, großer Fan von Lilium und der Technologie. Das war auch gar keine Wertung jetzt gegen Lilium, ne? Also das heißt überhaupt nicht, dass jetzt Lilium. Ich kann zu Lilium überhaupt gar nichts sagen. Also ich bin der Letzte, der sich jetzt ein Urteil erlauben würde, ob das Ding jetzt fliegen kann oder nicht. Da gibt es ja Leute, wo ich mich teilweise auch wundere. Boah. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ne? Mir ging es jetzt nur, ich kann auch ESA Aerospace sagen. Ne? Okay, du meinst die Theorie, ja, dass weil du den, oder gar nicht die Theorie, aber die finanzielle Firepower, die man bräuchte, die hat bald einen anderen Satz, das beschreibst du. Genau, wo wir jetzt sagen, wir können da selbst schon relativ weit die Dinge treiben. Ne? So, und das ist, gelingt uns halt bei so einem Thema nicht. Ja, und das führt dann eben dazu, genau. Und das heißt jetzt überhaupt, ist überhaupt gar keine Wertung jetzt zu Lilium oder zum ESA Aerospace oder sowas. ESA Aerospace haben wir sogar gezuckt, weil wir die Typen halt super fanden. Ja? Daniel Metzler, war auch in meinem Podcast, ja, toller Typ, ja, ganz spannender Typ. Ob wir da nicht doch ein bisschen mitmachen dürfen, so. Ne? Und wahrscheinlich ist das auch ein Fehler, dass wir das nicht gemacht haben. Aber ja, es hilft einem halt dabei, klarer zu entscheiden. Jetzt gibt's ja Leute wie Peter Thiel, die hatten Hits, mehrere Hits auch, ja. PayPal war sicher der größte, jetzt auch in Palantir. Aber die gehen stärker in die Investorenrolle, ja. Und es gibt auch Leute wie Elon Musk, die wahrscheinlich auch investieren, ja, wahrscheinlich gar nicht so wenig, auch wenn es nicht klappt, wie bei Twitter. Aber die eher sich in der Gründerrolle wohlfühlen. Der gründet ja Firma um Firma.
Und vielleicht ist die Frage ein bisschen absurd, dir zu stellen, weil du ja natürlich auch in einer Lebensphase bist mit 4 Kindern und der Familie und einfach sehr erfolgreich bist in dem, was du tust. Aber hat sich jemals gereizt, nochmal selber was zu gründen? Ehrlicherweise, ja, also schon inhaltlich. Aber ich weiß ja sozusagen, ich habe, glaube ich, einen ganz realistischen Blick auf meine Stärken und Schwächen. Ja? Und ich weiß, glaube ich, dass ich ein ganz guter Gründer bin. Aber ich bin jetzt, glaube ich, kein exzellenter Gründer. Ich bin, glaube ich, ein besserer Begleiter von Gründern oder Gründerinnen natürlich auch, als ich jetzt selbst ein Gründer wäre. Ich bin, glaube ich, ein guter Executor auch im Marketingbereich. Das könnte ich auch, glaube ich, immer noch irgendwie machen, wenn das jetzt hier alles nicht mehr funktioniert so. Aber ich... Dann schrubbst du die Online-Marketing-Kampagnen, genau, ja? Dann mache ich wieder wie früher. Das wäre, glaube ich, völlig okay. Würde ich mich auch wohlfühlen. Aber ich glaube, es gibt Leute, die einfach besser sind da drin, Firmen zu gründen, als ich das jetzt bin. Ja, so, da fehlt mir zum Teil auch so diese letzte Konsequenz, die letzte Härte. So, ich glaube, inhaltlich bin ich ein guter Begleiter von Gründern, ne? Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ für die allererste Reihe. Und so, der ja. So jetzt andere total mitreißt und so weiter. Und ich glaube, das muss man einfach für sich realistisch beantworten. Und deswegen reizt mich das schon inhaltlich immer mal wieder, weil ich immer so denke, das könnte man eigentlich noch machen und so weiter. Aber ich glaube, man darf immer auch nicht vergessen, ne, so ein Project A ist ja mittlerweile auch eine Firma. Wir haben auch hier 140 Mitarbeiter. So, wir sind ja jetzt nicht nur so ein, sag ich jetzt mal, ein Kollektiv von ein paar Leuten, die gemeinsam investieren, sondern haben ja auch dieses operative Team noch, wo ich recht stark versuche, mich zu involvieren. Also insofern hat das hier natürlich auch gewisse Charakteristika von einer richtigen Organisation, also von einer richtigen Firma, was jetzt bei einem VC nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Also ein VC ist jetzt nicht unbedingt... Das ist natürlich völlig recht, klar. Das. Genau, also das ist so, glaube ich, ein bisschen ein Unterschied zu dem, was du normalerweise jetzt hättest, ja, wenn du VC oder wenn du Investor bist. Ja. Das stimmt. Das kann ich nachvollziehen. Deshalb bist du ja auch der perfekte Gast für diesen Podcast, Florian, denn wir haben in diesem im Podcast, ja, überlegen uns, reden mit Leuten, Gründern, Investoren und wissen, dass jeder in diesem Ökosystem viele Ideen hat, ja, die er oder sie denkt, das müsste man doch mal machen oder wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich das mal machen oder warum macht es keiner? Und der Podcast hier ist da, dass die Leute diese Ideen klauen und die Tat umsetzen. Die einzige Bedingung ist, sie müssen am Podcast erzählen, ob diese Thesen denn stimmen, die wir hier ausbreiten. Ja. Mhm. Und deshalb finde ich es natürlich spannend, dich zu fragen, was ist die, oder gibt es auch mehrere, lass uns erstmal eine nehmen, was ist eine Startup-Idee, die dir immer wieder im Kopf rumspukt? Ja, also kann ich dir ganz konkret sagen, wir waren gestern Abend, spukte es meiner Frau und mir wieder rum, wieso, was passierte. Wir haben sozusagen, wir haben ja 4 Kinder und einige sind auch schon ein bisschen älter und wir ärgern uns jedes Mal dramatisch, die Kinder waren jetzt mehrere Tage weg. auf Hockeyfahrt, so, und dann kommst du wieder und dann siehst du die Bildschirmzeit deiner Kinder und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ja, so. Sowohl was da genutzt wurde, als auch wie lange das genutzt wurde, und dann wird der Bildschirmzeitcode irgendwie umgangen und dann so, und dann fragst du dich, wie kann das eigentlich sein, dass eine Firma, die zwischendurch mal fast 2 Billionen irgendwie wert war, nicht in der Lage ist, eine Software zu bauen, ja, die es mir als Eltern erlaubt, in Echtzeit nachzuvollziehen, was machen eigentlich meine minderjährigen Schutzbefohlenen auf diesem Gerät, ja, und wie kann ich das einschränken, wie kann ich es sehen, ne? So, also nicht erst im Nachhinein, sondern sofort. Also, und das geht zwar irgendwie alles mit diesem Bildschirmzeitding, aber es ist nicht gut gemacht, es ist leicht zu umgehen, es gibt zig Videos auf YouTube, how to unlock your Bildschirmzeitcode, und dann geht das irgendwie, wo du wirklich denkst, Jungs, ne, das ist ja wirklich ein Disgrace, ja, also ihr habt irgendwie 60 Milliarden Cash und ihr seid nicht in der Lage, irgendwas zu bauen, was ein 14-Jähriger, also entweder was Eltern, durchschnittlich begabte Eltern vernünftig bedienen können, und oder was irgendwie 12-jährige Kinder nach 10-minütiger Recherche auf YouTube irgendwie aushebeln können. Mhm. Das kann nicht sein. Ne, so, und ich finde sozusagen, wenn du siehst, wie stark Medienkonsum Kinder dominiert, ja,
wo du wirklich sagst, so, dass, also gestern habe ich zu meiner Frau gesagt, eigentlich müsste man, ich weiß gar nicht, wie das heißt, eigentlich müsste man Apple anklagen wegen Verbrechen an der Menschlichkeit oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich. Ja. Ja, weil es wirklich, aber es ist wirklich ein Witz. Mhm. Du meinst dieser Timesuck, ja, der ist einfach. Ja, oder ja, Timesuck. Oder dann siehst du auch so Sachen wie, ne, wenn du jetzt auf, ich meine, dass jeder 12-Jährige kann auf YouPorn gehen, klickt einmal, ich bin 18 und dann guckt der Pornos. Mhm. Ne? So. Also, oder auch jeder 8-Jährige kann das. Mhm. Ja, so. Also es ist ein totaler Witz. Mhm. Ne? Wie sozusagen, welche Verantwortung oder eben Nicht-Verantwortung Device-Hersteller, Software-Hersteller eigentlich übernehmen, um den Zugang in irgendeiner Weise zu begrenzen und zu kontrollieren von dem, was sie da so haben. Und da müsste man eigentlich etwas bauen, was es Eltern ermöglicht, das zu tun. Da gibt es auch so erste Ansätze von Firmen. Aber ich finde da, dafür, welche Größenordnung von Problem das aus meiner Sicht ist. Ne? Ich glaube, die Folgen werden wir erst sehen, ne? Was das jetzt wirklich heißt für Kinder. Aber ich glaube, wer sozusagen mal sieht, wie eine durchschnittliche Gruppe von 14-Jährigen miteinander interagiert heute oder 16-Jährigen, wenn die da mit ihren Handys sitzen, das verändert schon wahnsinnig das Interaktionsverhalten, ob jetzt zum Guten oder Schlechten, ne, ob das jetzt wirklich alles immer so schlimm ist, muss man sehen. Ich glaube, wir wissen es auch teilweise noch gar nicht so richtig. Ne, gut, jetzt siehst du so Social Dilemma, da wird das natürlich alles sehr verteufelt. Ich weiß gar nicht, ob man so radikal sehen muss. Die Netflix-Serie, aber ich glaub, das, Social Dilemma, hier habe ich auch mehr. Genau. Mhm. Genau, die Netflix-Doku. Aber ich glaube, da etwas zu bauen, was Eltern mehr Kontrolle gibt und auch Kindern, ehrlicherweise. Es geht ja nicht nur darum, dass du Kindern hier was Böses willst, sondern ich glaube, man muss ja auch Menschen vor sich selbst schützen. Und ehrlicherweise könnte das dem einen oder anderen Erwachsenen auch, würde das auch helfen. Ja? Also wenn du schaust, wie viel Zeit Erwachsene dort verbringen, ich weiß nicht, wie oft du dir deine eigene Bildschirmzeit anguckst. Neuerdings mache ich das auch. Und ich habe, dadurch, dass ich einen 2,5-Jährigen zu Hause habe, habe ich das schlechte Gewissen, dass wenn ich auf der Couch sitze mit einem Handy, denke ich mir, oh, vielleicht soll ich es mal wegtun. Ja, das ist auch dabei. Ja. Ja, deswegen. Aber das wäre sicherlich ein Thema. Das wäre eigentlich ein Thema, was man super lösen könnte, glaube ich, wenn man ja eine entsprechende App hat, die das ermöglicht. Ist das eine Lösung, die über Software passiert, die sich dann eng mit dem OS, mit dem Apple OS integrieren muss? Oder ist es auch eine Hardware-Lösung, dass man sagt, ich gebe meinem Kind kein iPhone, ja, sondern vielleicht einfach was nicht so cool ist, aber dafür habe ich dann wenigstens Kontrolle über das Operating System und habe nicht die Gefahr, dass vielleicht Apple dann doch mal ein paar fähige Entwickler drauf sitzt und das alles ein Stück weit obsolet macht, wie es ja manchmal passiert, ne, mit App-Kategorien, Wecker oder Podcast oder sowas, ne, die können ja relativ schnell obsolet gemacht werden von den großen Herstellern. Ja. Absolut. Ich glaube, ich würde auch nicht, also das ist auch eher so die Idee, die ich mir als Nutzer wünschen würde, die ich ja wahrscheinlich als Unternehmer nicht machen würde, weil die Zahlungsbereitschaft, glaube ich, der Eltern zu gering wäre. Das wäre sozusagen jetzt, aber ich würde es mir als Nutzer sehr wünschen. Aber du hast natürlich völlig recht. Die Gefahr ist wahnsinnig groß, dass das dann disrupted wird. Aber ich glaube, man muss es softwareseitig lösen, ja. Weil du sozusagen ja die Realität hast, jetzt auch noch mit Homeschooling hast du deutlich mehr Einzug von den digitalen Devices. Ne? Das heißt, du musst Kindern Zugriff geben auf einen Laptop mittlerweile, was ja auch gut ist. Du hast WhatsApp-Chats in Klassen, ne, oder Signal-Chats in Klassen. Da musst du deinen Kindern eigentlich Zugriff geben. Ja, so. Das heißt, es ist eigentlich nicht mehr denkbar, durch Komplettentzug die Nutzung einzuschränken. Das ist, glaube ich, weder wünschenswert noch für das Kind noch aus da, ne? Und die sollen ja auch damit lernen, dass es eben auch ein produktives Instrument ist. Ne? Worum es mir halt geht, ist, dass man sagt, okay, warum, wie kann es sein, dass ich einen 11-Jährigen eigentlich nicht sinnvoll davon abhalten kann, sozusagen deviceübergreifend, dass er welchen Content er schaut, ne? Oder wenn ich jetzt nicht daneben stehe, ne, klar, ich habe da Bildschirmzeit und so, aber dann krieg ich es doch irgendwie ausgeschaltet, dass der halt 4 Stunden am Stück TikTok guckt. Ja, so. Und das Problem haben halt wahnsinnig viele Eltern oder die ganze Spielerei. Ne? So, also ich finde, in gewissem Maße zu wissen, was Fortnite ist, wie das funktioniert, das ist, glaube ich, auch wichtig, ne, dass man eben Teil hat an solchen Themen. Aber was viel zu kurz kommt, ist die produktive
Natur dessen, also wie stark ist, kann so ein Device auch ein produktives Device sein, ne, mit dem ich eben was kreieren kann. Ich glaube, das nimmt einen viel zu geringen Raum ein und das andere ist eben sozusagen auch der Schutz vor sozusagen eigenem Exzess, ja, so dass das nur so halb gut funktioniert, ehrlicherweise. Ich finde das ein super spannendes Thema, Florian, was du da aufmachst. Vielleicht bringe mal einen anderen Flavor in die Idee. Ja, also ich finde es sensationell, dass eine App, dass nicht TikTok die Nummer eins der Social Media Charts ist, sondern eine App wie Be Real. Ja, du nickst schon wissend. Das ist ja eine App, Description stehen Dinge drin wie If you want to be famous, go to TikTok oder stay on TikTok. Ja, es ist eine App, vielleicht kurz erklärt. Wir hatten das Thema hier auch schon mal im Podcast. Eigentlich sagt es, einmal kommt eine Notification am Tag. Du hast 2 Minuten Zeit, ein Foto von dir zu machen. Ja, also wenig Zeit, um etwas zu photoshoppen oder Duckface geht vielleicht gerade noch, aber sonst nicht viel. Das heißt, sehr viel Realness, ja, viele Leute, die lernen oder irgendwie im Job oder sowas, ja, ziemlich langweilig eigentlich die Fotos, aber es schafft eine neue Authentizität. Und was ich interessant finde, ist, wenn man das kombiniert, ich habe gelesen, dass 86% aller US-Teens wollen Influencer werden. Ja, jetzt könnte man ja denken, Mensch, was ist die Zielgruppe für Be Real? Aber es scheint, dass Be Real es schafft, wenn sie Nummer eins sind, eine Gegenkultur, eine Gegenbewegung aufzubauen. Ich sage, nein, ich habe selber keinen Bock mehr drauf. Ja, vielleicht macht es mich sogar unglücklich. Und das finde ich interessant, dass du beschreibst jetzt natürlich eine Art, dass ich total verstehe, woher du kommst. Ich bin gespannt, ob in den nächsten Jahren vielleicht sogar das Konzept, das eine Geschäftsidee, die wir hier auch schon mal besprochen haben, warum bringt man das nicht auf den Datingmarkt? Ja? Tinder ist auch total fake, alle hassen Tinder, kann man genauso machen. Ja? Also dieses Playbook kann man, glaube ich, ganz gut kopieren und würde dann vielleicht, wenn man mal ein bisschen bullish ist auf dem Thema, vielleicht sogar zu einer Gegenkultur gehen. Was hältst du davon? Mhm. Ja, also ich glaube, das hört sich, ne, ich bin mal gespannt sozusagen, also jeder sagt so, aber oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Fakeness und so weiter, aber die Faszination des Influencer, der Influencer und so weiter ist natürlich trotzdem da, ja, so, also mein Gefühl ist immer so, dass diese Realness, ne, dass die halt nicht die Sexiness und die Anziehungskraft entwickeln kann, wie halt irgendwelche Kunstgebilde, ne, die halt der Influencer über ihr Leben erzeugen und das hat halt eine Anziehungskraft und das hat so was Aspiratives sozusagen, wo ich halt hin möchte und deswegen finden ja auch von früher schon Leute Schauspieler oder Sportler oder sonst irgendwas immer schon so faszinierend, ne? Und wenn man dann da so nah rankommt, ich weiß nicht, das geht dir ja wahrscheinlich auch so wenn du so ein junger Mensch bist und hast eigentlich keinen Zugang zu irgendwelchen vermeintlich tollen Menschen, dann denkst du, boah, die müssen ja so ein tolles Leben und das müssen so tolle Menschen und dann lernt man solche Leute mal so kennen, ne? Und dann merkt man irgendwie, ja, okay, das sind halt auch ganz normale Dudes irgendwie, ja, so, aber das teilweise erschreckend normal und sozusagen trivial und so, aber trotzdem hat natürlich sozusagen so dieses, wenn du dann mal so siehst, so wie ist denn so das Leben von Johnny Depp und einer Heather, ich habe jetzt den Namen vergessen. Oder Knossi. Oh, ja, oder Knossi. So, so denkst du ja, boah, ne, so, damit will man ja auch nicht unbedingt tauschen, ne, so, aber trotzdem denkst du, hast du natürlich so dieses Bild, das ist so wie beim Johnny Depp und mit seiner tollen Frau, das muss alles traumhaft sein und dann so. Und das ist ja so das, dieses Bild, was man gerne aufrechterhalten möchte im eigenen Kopf und das findet man anziehend. Und das, glaube ich, ist schon die Mehrheit der Menschen tickt, glaube ich, so. Okay, also das ist eine Idee, die du als Nutzer verwenden würdest, ja, ein besserer Schutz für Jugendliche. Aber wenn jemand vor dir pitchen würde, ja, und sagen würde, hey Florian, ich habe hier eine super Idee, würdest du vielleicht sagen, okay, vielleicht investiere ich nicht, ja, vielleicht sind dann doch die Chancen so groß. Gibt's denn Ideen, wo du sagen würdest, wenn ich da ein Pitchdeck, ich mach's mal extrem, ja, wenn ich da ein Pitchdeck morgen habe, das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, also was ich immer noch für eine Riesenidee halte, oder für ein sehr interessantes Feld, das braucht ehrlicherweise jetzt weniger Investmentgeld, also ein bisschen was. Also das würde ich eher so als Bootstrappen sehen. Ich glaube immer noch, ich sehe immer noch eine Riesenlücke für Hersteller, die gerne in direkten Kundenkontakt treten wollen, insbesondere im B2B-Bereich. Ja, das heißt, du brauchst im Prinzip eine Mischung aus Beratung und Technology-Stack,
ja, den du im Prinzip Herstellern bereitstellst, wo du sagst, damit könnt ihr direkte Transaktionen mit euren Kunden abwickeln, da etabliert ihr ein digitales CRM, mhm, da sammelt ihr Daten. Insbesondere B2B-Bereich ist da immer noch totale, so nutzt man auch digitale Möglichkeiten für Sales. So, das ist eher eine Mischung aus Beratung und Technologie-Stack, da braucht man, glaube ich, kein Geld für. Aber ich glaube, da hast du die nächsten 30 Jahre immer noch ein ganz, ganz hervorragendes Business. Und das würde ich, das finde ich, würde mir wahnsinnig viel Spaß machen. Das ist ja, ich bin ja auch recht aktiv, weißt du ja, sozusagen, um auch bei Corporates da irgendwie bei Digitalisierungsbemühungen zu helfen, weil ich finde, du hast wahnsinnig tolle Produkte, häufig wahnsinnig tolle Hardware, die Leute herstellen mit sehr viel handwerklichem Geschick, mit wahnsinnig viel Know-how dahinter, die sich immer noch sehr schwer tun, sozusagen das wahre Potenzial dessen in der digitalen Sphäre im Prinzip zu heben. Und das sind zwar häufig Technologieunternehmen, deswegen finde ich gerade diese B2B-Unternehmen sehr spannend. Aber ich glaube, das muss man immer noch mal sehen. Es gibt halt zwei Arten von Technologieunternehmen, ne? Sozusagen die halt ein sehr starkes Hardware-Verständnis haben und ein sehr starkes Produktverständnis haben in der spezifischen Nische. Und das hat null mit dieser mit dem, was man ja hier so dieser Startup-Szene als Technologieunternehmen bezeichnet, ne, die halt sozusagen ja sehr stark auf ein digitales Technologieverständnis und Know-how abzielt. Und da, dass häufig diese beiden Technologieorientierungen gar nichts miteinander zu tun haben, weder kulturell noch personell. So. Und ich glaube, diese Lücke zu schließen, da ist, glaube ich, ein großes Potenzial. Und das finde ich, würde mir jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt keinen Investor dazu nehmen wollte, ja, wäre das sicherlich ein Thema, wo ich große Chancen immer noch sehe. Und ich glaube, gerade in dieser Kombination aus standardisiertem Technologie-Stack, standardisiertem BI-Stack und sozusagen Menschen, die dabei helfen, das zu benutzen. Das brauchst du, glaube ich, ne? Weil ich glaube, das habe ich mittlerweile auch so ein bisschen, das merkst du ja auch bei so Sachen wie Palantir oder so, ne? So anspruchsvolle Technologien, dass die so einfach präsentiert werden, dass der Nutzer das einfach so benutzt. Also das, was ich von Palantir mitkriege, ist ja auch so eher, das ist eher so eine Art Digital McKinsey mit betreuter Plattformnutzung, ja, so, oder BI McKinsey mit betreuter Plattformnutzung. Das hat jetzt eigentlich so mit sozusagen der skalierbaren Software nicht so viel zu tun. Das siehst du ja auch eigentlich in den Zahlen ganz gut. Das zeigt sich für mich eigentlich an vielen Stellen. Du brauchst schon, damit solche Sachen selbst genutzt werden können, brauchst du schon relativ viel Know-how. Und ich glaube, deswegen musst du sowas betreuen und beraten, damit und also Customer Success Management letztendlich betreiben, würde man sagen, damit das funktioniert. Ja, genau. Aber das würde ich als Bootstrapped-Idee quasi sehen. Ja, ja. Das ist eine spannende Idee, weil wenn ich das mal umschreibe, könnte man sagen, so ein bisschen das, was Shopify für die Direct-to-Consumer-Stores gemacht hat, eine einfache Plattform, ein einfaches Newsletter-Tool, ein einfaches Payment-System angebunden, ja, das alles einfacher gemacht, haben den Vorteil, dass da viele auch tech-savvy Leute davor sitzen, dass die Operations, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Vasen verkaufe, ja, vielleicht gar nicht so hoch sind. Und du sagst, wie könnte man so eine Art Shopify für den B2B-Bereich aufbauen? Und dann würdest du aber noch nicht nur einfach eine Plattform hinstellen, weil die Companies natürlich auch eine Tiefe haben, eine Komplexität, erklärungsbedürftige Produkte. Das heißt, man könnte dann direkt noch Huckepack Beratungsbusiness draufschnallen und dann den vielleicht automatisierte CRM-Systeme, Shop-Systeme, Marktplätze, was auch immer zur Verfügung stellen. Und wie so eine Art, Messias durch den Mittelstand gehen und sagen, schaut mal, ihr seid ein B2B-Kunde, ich mache euch fit für den Online-Verkauf. Ja, also das kann Verkauf sein, ne? Das kann aber auch ja theoretisch, es muss ja, genau, aber da können ja auch häufig Service-Komponenten dazu. Also du siehst das ja auch so ein bisschen, Spryker versucht das ja oder macht das ja auch sehr erfolgreich, dass sie da gewisse Kunden angehen, ne? Aber um Spryker nutzen zu können, musst du im Prinzip schon relativ viel Know-how intern haben. Sag mal kurz, was Spryker macht, für alle, die es nicht wissen. Spryker ist letztendlich ein Shop-System, ja, was du aber nicht fertig quasi konfiguriert bekommst, sondern wo du relativ viel innerhalb eines Software-Frameworks dann eben noch entwickelst. Ja. Und das nutzen große Kunden wie jetzt wie Metro, wie Jung Heinrich, also auch gerade eben große B2Bler nutzen das. Ja. Aber das macht natürlich erst dann Sinn, also es ist letztendlich wie so eine Art Shopify, aber eben sehr, sehr stark customizable, ne? Also Shopify
Shopify sozusagen für komplexe, großvolumige, insbesondere auch B2B-Geschäfte, ne, wo sich die Firmen dann dagegen entscheiden, eine Eigenentwicklung zu machen, sondern sozusagen dann eher mit einem Development Framework, was Spryker darstellt, quasi die Eigenentwicklung zu ersetzen. Mhm. Ja, aber das lohnt sich natürlich erst ab einem relevanten Umsatz, der dann auch darüber fließen wird. Aber da fallen natürlich wahnsinnig viele Firmen durchs Raster, die letztendlich diese Größenordnung nicht haben und die auch intern das Know-how gar nicht aufbauen können. Da musst du halt mit standardisierteren Lösungen arbeiten, die vielleicht nicht zu 100% passen, aber die sozusagen dich zumindest mal in die Lage versetzen. Und das ist schon spannend zu sehen, wie vielen Firmen da unpassende Lösungen verkauft werden. Ja? Also da hast du dann irgendwelchen Leuten, wird deine Salesforce Marketing Cloud verkauft. So, und die können damit gar nicht arbeiten, weil sie das interne Know-how gar nicht haben. Und ich glaube, erstmal Leuten dabei zu helfen, was ist eigentlich für dich der passende Technologie-Stack? Da ist eine transaktionale Komponente dabei, da ist eine BI-Komponente dabei, da ist eine Sales-Komponente, eine CRM-Komponente, eine neutralere Datenkomponente. Und da was zusammenzustellen, wo man sagt, das ist eigentlich für dich das Passende. Und dann die Leute in die Lage zu versetzen, das dann ein Stück weit intern zu nutzen, aber eben mit so einem Übergang. Wir helfen dir dabei, vielleicht betreuen wir auch, vielleicht muss man auch gewisse Dinge komplett managen für die. Ja, muss man einfach mal schauen. Mhm. Das wird sicherlich auch von, je nachdem, welche Kundengruppen man da betreut, aber da sehe ich ein Riesenpotenzial. Und ich glaube, du hast halt, der reine Softwarevertrieb greift dort halt zu kurz. Ja, weil die Leute dann nicht in der Lage sind, damit vernünftig umzugehen. Und du siehst halt sehr häufig, dass dieses sehr vertrieblich getriebene Softwareverkaufen dann dazu führt, dass Leute halt völlig unpassende Lösungen für sich haben und häufig eben zu teure Lösungen mit einem unpassenden sozusagen Service-Package da hinten dran. Und genau das müsste man eigentlich verhindern. Ja. Das heißt, verstehe ich das richtig, wenn du sagst, der hauptsächliche Value-Add ist es insbesondere, diesen Tech-Stack zusammenzustellen und jemandem zu sagen, das klickt mit dem und das kannst du mit dem so verbinden und nimm bloß nicht die Salesforce, obwohl die vielleicht die besten Pitch-Decks haben, weil das passt wiederum nicht in deine Backend-Solution oder was weiß ich, ja. Das ist der Gedanke. Also letztlich könnte man im Year One profitabel sein, weil du bräuchtest vielleicht dich selbst als smarten Berater ein paar Kontakte, ja, die würden wahrscheinlich helfen im B2B-Bereich und dann geht's los. Absolut. Also das könnte man, glaube ich, ohne große Investments machen, weil du halt ein Beratungsgeschäft hast, das wirst du auf Tagessatz machen, da kannst du Geld verdienen. Du wirst sicherlich in irgendeiner Form Provisionsvereinbarungen mit den verschiedenen Komponenten des Software-Stacks oder Technologie-Stacks haben. Musst natürlich so ein bisschen gucken, dass du da nicht zu stark die Neutralität verletzt, ne? Weil das ist ja so ein bisschen, wenn du jetzt schaust, häufig ist der Softwarevertrieb wird sehr stark gemacht von Technologieberatungen, ne? Und die sind schon sehr stark dann häufig davon abhängig, wie viel Kickback jetzt von welchem Softwareanbieter bezahlt wird. Und da in die Falle darfst du nicht treten. Ne? Das heißt, man muss, glaube ich, schon so ein bisschen gucken, dass das Modell nicht zu Kickback-provisionslastig wird, um letztendlich, ich finde, was du da sehr schön sehen kannst in dem Bereich, ich glaube halt sehr stark an Aligned Incentives. Also ich glaube, Geschäfte funktionieren nur dann gut, wenn du wirklich Aligned Interessen hast. Typische Bankberater-Problem, ne? Der dir irgendwie eine Windparkanlage in Ostdeutschland andreht und dann halt dein Geld ist in 5 Jahren weg. Und deswegen muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, nicht zu stark da provisionsgetrieben Tech-Stack basiert zu. Das macht das Ganze natürlich skalierbarer und a priori erstmal sozusagen dann erfolgsversprechender, ne, wenn man da irgendwie so drauf guckt. Aber ich glaube, für den Kunden, dem man ja eigentlich helfen wollen sollte, ist es dann häufig nicht so optimal. Und da ist dann vielleicht ein tagessatzgetriebeneres Modell vielleicht sogar das Bessere, auch wenn es natürlich nicht ganz so stark skaliert. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Charme. Ich glaube, wenn man da wirklich den Kunden helfen will, kommt man ohne ein relevant beratungsintensives Modell, wo man auch schult. Ne, das ist, glaube ich, das Nächste. Ich meine, das ist ja auch das, was wir hier sehr stark versuchen bei Project A. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, so. Das führt natürlich dazu, dass du dich irgendwann überflüssig machst. Also das ist widerspricht dann wieder so diesem klassischen Beratungsmodell, sondern man müsste eigentlich halt ein Modell fahren, wo man sagt, wenn der Kunde das möchte,
hat er jederzeit die Möglichkeit, quasi von uns geschult zu werden, und dann ist er unabhängig in der Funktion oder in dem Bereich. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man eben eine Komponente einbaut bei dem Ganzen, dass man so ein bisschen dieses traditionelle Beratungsregel ist ja eher so, ich muss den Kunden so dumm halten, dass er dann dauerhaft mit mir arbeitet. Das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Jetzt muss man natürlich nur aufpassen, dass man das Modell nicht so baut, dass man letztendlich kein Geld mehr verdienen kann. Ja, so, klar. Also so kundenorientiert. Aber meine Hoffnung ist ja, dass wenn man einen echt guten Job macht für den Kunden, dass man sich damit dann auch letztendlich wird durchsetzen können. Ja. Das ist ganz interessant, weil ich habe neulich auch über eine Idee nachgedacht. Die passt irgendwie ist ganz ähnlich, ja, weil ich bin, was mich gerade technologisch fasziniert, sind die Entwicklungen rund um GPT-3. Das ist für alle, die es nicht kennen, also eine automatische, durch künstliche Intelligenz betriebene Textgenerierung, ja, die mittlerweile Texte generiert, Blogbeiträge generiert. Es gibt mittlerweile das Ganze auch für Video und für Bilder. Also es gibt Möglichkeiten zu automatisieren. Und ich dachte, ich hatte mal gedacht, wäre es nicht eine Möglichkeit, diese ganzen Tools, die es mittlerweile gibt, ja, die automatische Videos produzieren, die automatische Texte produzieren, kann man nicht da einen schlauen Text-Stack aufbauen, den man irgendwie schlau automatisiert? Da gibt es auch wahnsinnig viele Tools, Airtable, Zapier, ja, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Werbeagenturen überflüssig zu machen, oder aber Werbeagenturen als Kunde definiert und denen zu sagen, Mensch, ihr habt hier ein riesiges Heer an Menschen, ja, zumindest unterstützen wir diese, ja. Mhm. Vielleicht haben wir sogar die Chance, die Workforce einen Tick zu verringern und erhöhen sogar den Output, weil wir so viele automatisierte Prozesse in Videogenerierung und Textgenerierung haben. Was denkst du davon? Ja, absolut. Also ich glaube, ich gebe dir völlig recht, ne? Also ich glaube, im Marketingbereich ist sozusagen der Anteil der händischen Arbeit, der repetitiven Arbeit, ist immer noch sehr hoch, wenn du in der Breite guckst. Ne? Also wenn du schaust, wie viele Menschen arbeiten bei irgendwelchen WPPs und so weiter, das ist schon Wahnsinn. Und wenn du dann eben schaust, was hat genau eben ein About You gemacht, was hat ein Zalando gemacht, dann hast du ja sehr stark eine Automatisierung. Auch von Kampagnenerstellung, von Content-Erstellung zum Teil. Man muss natürlich immer gucken, wie kannst du Kreativität skalieren, ne? Und kannst du kreative Content-Erstellung skalieren? Da gibt es sicherlich gewisse Grenzen. Aber was glaube ich schon ein klares Learning ist von den About You's und Zalandos dieser Welt, dass eben ein deutlich stärkeres Maß an Unterstützung und an Automatisierung im Marketingbereich möglich ist. Würde ich da jetzt investieren in so ein Geschäft? Oh, weiß nicht. Woran liegt's? Weil sozusagen die Schwierigkeit ist eigentlich schon immer, es hat natürlich sozusagen die WPPs und so weiter dieser Welt haben natürlich auch ein gewisses Interesse dran, dass ihr Modell so weiter funktioniert, wie es aktuell funktioniert. Ist zumindest meine Wahrnehmung, dass die relativ veränderungsresistent sind, so und ich glaube sozusagen im Bereich Marketingautomatisierung und sozusagen Support, interner Support von Marketingabteilung, das würde funktionieren, aber ich glaube, da brauchst du eine Menge Education und Beratung drumherum, ja? Weil sozusagen viele der Marketingverantwortlichen denen sozusagen so diese Vision, wo kann Technologie eigentlich hinführen? Wie kann mich das supporten? Also so dieser Technologiezugang von leitendem Marketingpersonal in Corporates ist nach meiner Erfahrung nicht so groß in der Fläche, dass du solchen Leuten so ein Tool einfach hinstellst und dann nutzen die das schlau. Sondern ich glaube, da brauchst du eine Menge drumherum, ne, damit erkannt wird, dass das eine Chance hat oder dass das ein Potenzial hat. Und du brauchst, glaube ich, eine Menge Hilfestellung, wie das genau zu passieren hat. So, weil du natürlich auch eine Zeit lang oder sehr stark in Marketingabteilungen eine sehr starke Outsourcing-Mentalität hattest, ne? Wo viel an irgendwelche Agenturen gegeben wurde, egal ob es Kreativagenturen, Mediaagenturen und so weiter. So dieses intern dann wirklich Dinge umsetzen zu können und die dann wiederum zu automatisieren, das ist gar nicht so ein, nach meiner Wahrnehmung zumindest, gar nicht so ein weit verbreiteter Gedanke. Ja, interessanter Punkt. Dann deswegen ist das, glaube ich, schwerer zu verkaufen, als man denkt. Selbst wenn du es verkaufst, ist es, glaube ich, schwerer,
zu einem Erfolgsgefühl für die Nutzer oder Kunden zu führen oder zu bringen, als man das so denkt. Ja, weil die Voraussetzung, die du in vielen Marketingabteilungen vorfindest, einen erfolgreichen Einsatz von sowas nicht unbedingt begünstigen. Das ist ein spannender Punkt. Dann bleibt eigentlich, also da sind natürlich die dicken Budgets bei den großen Konzernen, wo dann WPP und wie sie alle heißen, Omnicom und so drauf sitzen. Das heißt, da wird der Markt schon ein bisschen kleiner, wenn die wie so eine dicke Henne auf den Eiern sitzen und einfach nicht runtergehen. Bleiben nur noch so Startups und dann ist natürlich die Frage, ja, ob die das nicht mit Praktikanten und Werkstudenten genauso gut abbilden können in der Variante. Ja, oder einfach sagen, wir müssen das, wollen das gerne intern lösen. Ne? So, also durch eigene Technologie dann wiederum. Was auch immer so Frage ist, wie schlau das ist. Ja, so, aber ich glaube, es ist, ja, also es ist zumindest mal nicht ganz so einfach. Ja. Das muss man sagen. Florian, ich glaube, wir hätten noch wahnsinnig viel sprechen können. Ja, ich habe auch noch ein paar Ideen, die ich auch noch hier hatte, wo mich mal deine Meinung interessiert hat. Dann müssen wir das vielleicht auf eine andere Folge mal verschieben. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, hey Florian, vielen Dank für deine Gedanken, für deine Ideen. Ich bin mir sicher, da haben einige die Ohren gespitzt, wenn du sagst, was dich interessiert. Und vielleicht hast du ja morgen ein paar Business Angel Entscheidungen zu treffen, wenn Leute sagen, ich gehe jetzt mit meiner Beratungsbusiness durch den deutschen Mittelstand und werde Tech-Stacks aufbauen. Ja, wer weiß. Ja das wäre auch auf jeden Fall für den deutschen Mittelstand sehr hilfreich. Also ich weiß gar nicht, ob man da Intel-Tickets schreiben muss, weil ich glaube, das ginge hoffentlich auch so. Aber ich glaube, das würde sicherlich helfen, wenn das die richtigen Leute tun. Ja, genau. Sehr gut. Mit der richtigen Motivation dahinter. Super. Florian, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inputs und wir sprechen uns bald. So machen wir das. In diesem Sinne, ciao, ciao. Hier ist wieder Alex und ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Wenn dir dieses Format Spaß macht, dann empfehle ich dir die Big Picture Folgen mit Christian Leibold. Er ist General Partner von Headline, einem anderen großen Venture Capital Fund aus Deutschland. Und natürlich unser Format Unicorn Ideas, wo wir straight up über die besten Geschäftsideen sprechen. Mich erreichst du mit Feedback unter alexander@digitaloptimisten.de. Das Einzige, was dir jetzt bleibt, ist deinen schlausten 3 Freunden diese Folge weiterzuleiten. Und wir hören uns wieder nächsten Montag. Bis dahin.